Hi Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Need for Speed Shift. Und wir gehen mal direkt hier in die Rennen auf Ambush Canyon. Beziehungsweise wir gucken es uns mal ganz kurz an, was wir hier erledigen müssen. Wagen der Stufe 1 bis 3 sind erforderlich, die haben wir natürlich. Wir müssen 6 Sterne kriegen, Ambush Canyon 10 Runden, 3,85 Kilometer ist eine Runde. Okay, wir bleiben mal bei unserem Nissan, der hat uns bis jetzt ja sehr gute Dienste erwiesen. Dann sage ich, her damit, auf die Piste, fertig, los, 10 Runden. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Puh. Ich weiß nicht, gibt es hier eigentlich auch diese Rennevents 24 Stunden von irgendwas? Also, ich würde es echt mal machen. Ich würde es echt machen, aber ob ich 24 Stunden am Stück labern kann, boah. Ja, richtig geil wäre es mal natürlich, wenn man hier realistisch einstellt, man wirklich 24 Stunden fahren würde. Das fände ich schon richtig lustig. Ich weiß gar nicht, hält der PlayStation-Controller so lange? Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Er labert wieder mit der Scheibe, aber unser Laberkopf ist wieder da. Ich habe ihn wieder eingestellt. Aus dem Urlaub kam er gerade wieder zurück. Ich habe gesagt, hier, du musst kommen. Du musst uns wieder am Start ein bisschen voll labern. Wir vermissen dich. Wir vermissen dich einfach. Oh. Ach, im Himmels Willen, die kenne ich doch auch noch, die Piste. Geht's nicht gleich in so einen Tunnel rein? Ist das das? Yeah, da ist der Tunnel. Ja, da hat man doch mal ein richtig schönes Duellrennen hier. Ups, sorry. Das war richtig fies. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Also die Duellrennen hat man ja schon lange nicht mehr. Zum Glück, also wenn die waren ja richtig knackig schwer. Na, da fällt mir nochmal in die Seite rein. Ich meine, gut, hätte ich auch gemacht, wenn mich einer so penetrant. Ach, genau, hier war dieser blöde Hoppler. Dass man da nicht mal irgendwas gegen machen kann. Vor allem, ich sehe da nichts auf der Piste. Und immer, wenn ich links umziehe, hoppelt der da vorne. Ich habe keinen Plan, was das ist. Diese Fünfter, das ist nicht gut. Alter! So eine Wurzkacke hier. Keine Ahnung, was das ist, eine Wurzkacke, aber... Der nervt ja. Ich möchte dran vorbeiziehen, da brettert er mir rein. Wer war das? Ich möchte irgendein Symbol neben seinem Namen sehen, dass ich mich rächen kann. Rache. Ich verspüre nur noch Rachegelüste. Oh, fuck. Alter, was ist denn hier los, Karre? Ah, die fahren auch nicht so übel. Ah, ich finde auch die Piste... Die ist geil, aber die ist echt schwer. Man hat echt nicht so den besten Grip immer auf der Piste. Man merkt hier wirklich, dass es irgendwo mitten in der Pampa, mitten in der Wüste, das ist nicht so schön glatt gelutscht. Man hoppelt hier, hier gibt es Unebenheiten. Wir sind Achter, das ist schlecht. Ja, das war auch schlecht. So, jetzt Konzentration. Ey, das gibt's gar nicht. Warum sind die auf einmal so gut? Ach, und Alexi ist wieder vorne. Alexi von Spexi. Jetzt kommt der Hoppler. Nee, irgendwie. Da war er. Also man muss vorher schon rumziehen. Ansonsten kriegt man die Kurve nicht. So, jetzt unsere Chance hier. So. Jetzt sprang man, glaube ich, ein wenig. Genau das. Ich sag es und wundere mich dann, warum ich nicht mehr abbremsen kann. Ah, da Leute, hört auf mit den Qualm. Okay, ich gehe in die Außenansicht. Sorry, Leute, ist zwar ein bisschen blöd. Ja, mir gefällt die Innenansicht auch wesentlich besser, aber ich möchte auch hier gewinnen. Und das ist jetzt einfach in der Außenansicht, ist das ja wesentlich einfacher, weil man halt mehr sieht. So, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, noch dran vorbeizuziehen. Oh. Mann, jetzt hör doch auf mit dem Mist und lass mich doch einfach dran vorbei. So, dritter Platz. Schon mal nicht so übel, wir fahren in die dritte Runde rein. So, also ich möchte jetzt mal die Prognose stellen. Gegen Alexi habe ich keine Chance. Und ich vermute mal, wir müssen irgendwann uns mit ihr battlen. Und das wird böse, das wird richtig böse. Weil wenn ich sehe, wie die hier die ganzen Strecken runterpäst, einfach so.
Boah, da sehe ich gar keinen Stich, obwohl sie da vorne ist. Also hier hat sie nicht ganz so. Mit dem 30-Runden-Rennen, da habe ich überhaupt keinen Stich gesehen. Die war ja irgendwas bei 20 Sekunden vor mir. So, jetzt schon mal anbremsen. Genau, da war, da, habt ihr das gesehen? Da war dieser kleine, diese kleine Delle in der Straße, die mich hier immer wieder aus der Bahn wirft. Da muss man vorher schon lenken und dann gerade drauf zufahren. So meine professionelle Prognose für die nächste Runde. Aber der vor uns hier, Vittorio, fährt auch nicht so schlecht. Ah, jawohl. Ach, stimmt, hier hat man doch den einen aus der Bahn gekickt damals. Weiß nicht, Part 10 oder irgend sowas. Das war ein Duell. Ey, so ein Wichser, ne? Das hast du davon. Jetzt stehst du auch. So, Stau. So ein Pimmelkopf. Da fährt der echt einfach nach rechts, nur um mir reinzudonnern. War zwar wieder... Oh, was ist denn das für ein Huckel da drin gewesen? Meine Fresse. Auf einmal sprang ich hier. Das war komisch, oder? Ich meine, ich bin jetzt eigentlich schnell gefahren, aber mich hat's voll aus der Bahn gesäbelt. So, Alexi. Ich würde gerne wissen, wie viel Zeit sie vor mir ist, aber ich sehe es nicht. Dank der Sonne. 2 Sekunden. Okay, das ist machbar. Oh, Mann. Komm jetzt. Nisalnio. Gib Stoff. Oh. So, jetzt. Fuck. Das ist auch gerade ein bisschen ungewohnt für mich. Da war sie wieder, die Blöde. Denn jetzt in der Außenansicht habe ich das Gefühl, es steuert sich anders. Also es steuert sich sicherlich nicht anders, aber es ist sehr ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt. Da ist er. So, jetzt kommt der Jump. Babs. Hat sie nicht besonders beeindruckt hier. Einmal schön in den Arsch reingesprungen. Fuck. Okay. Runde 4. Ah, noch nicht mal die Hälfte. Also Alexi, wir haben noch die Möglichkeit. Jetzt. Ah, shit. Nee, ich muss abbremsen, sonst schaffe ich die Kurve nicht. Jetzt. Komm. Nee. Nicht vorbeilassen. Wo ist er? Ich sehe nichts. Ey, was ist denn das für eine Rückansicht? Ich sehe mich ganz nah. Das sieht mir ja gar nichts. Das ist ja sinnlos. Kann ich mir selbst ins Gesicht gucken. Okay, also Alexi, das ist nicht so deine Stärke hier, die Piste. Und irgendwie sieht es auch gerade gar nicht mit den Punkten, sieht es nicht so gut aus. Ich meine, gut, es ist jetzt die Hälfte und wir haben schon die Hälfte der Punkte, aber wir haben halt ganz viele Punkte bekommen, als ich den immer reingedonnert bin. Das muss man halt dazu sehen, jetzt kann ich keinem reindonnern, es sei denn, wir überrunden mal hier wen. Shit, das war nicht gut. Okay, jetzt... Da! Ach, das ist der Belagwechsel. Seht ihr das? Das ist, wenn man von der einen Strecke auf die andere drauf fährt. Da ist die Unebenheit. Okay. Oh, habt ihr die schönen Flammen hinten gesehen? Aus des Nissans Ärschchen kommend. So, meine Jungs. Alter, da ist er ja schon wieder. Ich würde schon sagen, irgendwas brummt hinter mir so laut. Alter, was ist denn das? Das ist doch jetzt echt Schwachsinn gewesen. Da war doch jetzt absolut kein Huckel oder irgendwas. Da säbelt es mich einfach mal komplett aus der Bahn und man weiß nicht wieso. Irgendwas war da. Da hat ein Fan einen Schnuller von irgendeinem Baby hingeworfen. Mein Nissan hatte Angst bekommen und... Also der eine Huckel da, den habe ich jetzt nicht begriffen, warum es mich da so aus der Bahn gehebelt hat. Aber vor allem Alexi kennt diese ganzen Huckel hier und brettert einfach mal ganz locker die Runde, eine Runde nach der anderen runter, ne? Also es ist... Ja, wenn da rot ist, Förde Franzikus, jetzt... Ja, ich lenke vorher nach links, ich würde auch mal gerne wieder... Ich fliege hier, oder was? Das gibt es doch nicht. Ja, verpiss dich mal. Oh, so gut dominiert und dann legen sie mir da irgendwo einen steinen Weg. Okay. Jetzt. Bremsen rum. Jetzt kommt gleich Belagwechsel. Da war... Nee. Hier auch. 2 Huckel sind's.
Okay, war aber machbar. Haben wir gekriegt. Oh, Vierter ist natürlich scheiße. Das reicht natürlich lange nicht. Vor allem, wenn man schon mal Erster war. So, außen reinfahren, bremsen und Stoff geben. Ich hoffe ja immer noch mal drauf, dass die irgendwie einen Unfall bauen. So, hier muss man von außen rein. Ansonsten bremsen. Hier, wieder das Ding. Wieder diese Kack. Und ich erkenne es eben einfach nicht auf der Straße. Ich sehe da... Was ist denn jetzt? So, jetzt konzentriert. Da war wieder Huckel. Ich muss langsamer, einfach langsamer fahren. Das Problem ist, ich komme halt nicht mehr ran. Ich komme halt nicht mehr ran. Guckt euch das an, ey. Die beschleunigen hier und fliegen mir davon. Und wir haben einfach nicht mehr viel Runden, um hier nochmal irgendwie was auszureißen. Immer wenn ich rankomme, kommen halt diese Huckel und die werfen mich aus der Bahn. Jetzt bremsen sie gleich. So, jetzt haben wir ein bisschen was gut gemacht, dass wir eventuell den einen hier noch kriegen können. Na gut, also den einen. Wir haben ja noch ein paar Runden vor uns. Ist jetzt noch nicht so die Not. Und komm, 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 komm. Hoppala. Genau, sehr schön. Und jetzt innen dran vorbei. Weder rammelt mich an. So, jetzt zwei Spacken da vorne. Jetzt seid ihr dran. Ihr könntet euch mal ein bisschen betteln. Könntest mal Alexi schön Arsch fahren. Oh oh. Okay, okay. Nur ein bisschen Farbe verloren. Muss mir jetzt. Ich will Erster werden. Ich will einfach Erster werden. Ich möchte jetzt hier Erster werden. Hi Alexi. Du hast unseren Lambo. Wie gefällt er dir? Fühl dich nicht zu sicher. Haha, jetzt hat sie hier diesen blöden Hoppler gehabt, aber sie konnte es besser ausbalancieren oder wie auch immer. So, wieder Erster. Und es sind noch drei Runden. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann nicht gucken. Ich habe jetzt einfach mal geraten. Wenn ich oben hingucke, dann semmelt es mich hier wieder aus der Bahn. Oh, ey, in dem Tunnel, der Sound hinter mir. Ich hab. Man hört es einfach nur, wie hinter einem die Motoren röhren. Puh. Da geht einem schon ein bisschen die Pumpe. Okay, aber das hier mit 10 Runden, das geht noch. Überlegt mal, müsste hier 30 Runden fahren. Ey, Leute, das ist ja. Das ist ja wirklich meine Tagesaufgabe dann. Mal 10 Runden, das hat schon was hier. Das hat was, gefällt mir. Aber 31 Runden Rennen haben wir dann, glaube ich, noch nicht. Das wird wahrscheinlich wieder was Kleineres sein. Wahrscheinlich diese komische Eierstrecke, also die wie ein Ei aufgebaut ist. So, jetzt bremsen. Hier hoppelt man. Da war's. Habt ihr's gesehen? Bremsen, bremsen, mehr bremsen. Oh, Kacke, ich höre sie direkt neben mir. Oh, oh, Alexi rührt mir hier ins Ohr. Oder? Alexi ist Dritter. Alexi, was ist los? Habe ich dich ein bisschen aus der Fassung gebracht, oder was? Das gibt's gar nicht. Ich wollte schon sagen, das hinter uns ist doch gar nicht der Lamborghini. Da ist doch irgendwer Neues am Start. So, auf die Eisen. Rumgelutscht. Ah, jetzt sind wir gar nicht so schlecht, ne? Wie viele Sekunden sind wir vorne? Ich kann nicht gucken. Die Sonne, der Himmel und alles verblendet mir die Sicht auf die oberen Anzeigen. Okay, nochmal abgefangen. Lieber ein bisschen langsamer hier durchgurken und dadurch ein paar Sekunden Minus machen, als hier wieder aufs Ganze zu gehen und alles zu verlieren. Aber wenn ich so weiterfahre, dann schaffen wir auch noch die 4000 Punkte. Das sollte machbar sein. Und meistere alle Kurven. Das sind auch nicht mehr viele. Zwei Kurven. Dann haben wir auch den letzten Stern hier. Bin mal gespannt, wie viel Kohle es gibt für das Rennen.
ist ja halt ein bisschen länger, ne? Vielleicht kriegt man noch ein bisschen mehr Kohle. Nicht, dass wir es jetzt bräuchten. Aber nach der Endurance-Reihe kommt natürlich die Stufe 4. Und da schalten wir neue Autos frei. Und darauf freue ich mich besonders, denn ich bin sehr gespannt, was es dort für Karren gibt. So, wo haben wir denn eine Kurve, die wir noch nicht gemeistert haben? Oh, wir überrunden gleich welche. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich gar nicht so übel fahre. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh, letzte Runde. Jetzt müssen wir wirklich alle Kurven meistern und die letzten Punkte hier noch einheimsen. Und vor allem vorne bleiben. Dankeschön. Hat er uns die letzten Punkte noch verschafft. Wer bist denn du? Alter, jetzt halte ich an die Spielregeln hier. Der hat bestimmt einen Deal mit Alexi gemacht hier, dass er mich ausnockt. Ah, habe ich es nicht gesagt? Da ist er wieder. Hat es einfach hemmungslos ausgenutzt hier, unsere kleine Rangelei. Ja, leckt mir die Eier breit. Natürlich. Natürlich. Alter, ist das eine Scheiße. In der letzten Runde. Fickt euch doch. In der letzten Runde. Und vor allem, warum ich mich bei so einem kleinen Anrempler 180 Grad drehe. Ey, sorry. Nein. Also... Und Alexi hat gar nichts mitbekommen hier von meinem... Ja, jetzt bin ich raus. Das Ding ist gelaufen, ey. Da könnte ich schon wieder abkotzen hochziehen. Das Ding einfach dominiert und dann in der letzten Runde durch Alexi hier rausgenockt. Trotzdem fahre ich das Ding zu Ende. Und dann müssen wir es halt normal machen. Ja, jetzt bin ich komplett raus. Direkt vorm Ziel. Das ist fies. Aber ganz ehrlich, das war keine 180-Grad-Drehung. Das kann mir keiner erzählen, dass mich dieser kleine Rempler so aus der Fassung gebracht hätte. Also, Leute. Nein. Man kriegt aber richtig viele Punkte dafür. Aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen dann den Lamborghini. Denn der hat einfach in der Beschleunigung ist der besser. Der hat einfach mehr Pfeffer unter der Haube und gerade bei dieser Strecke brauchen wir ein Auto, was voll in die Beschleunigung geht. Aber Leute, ich habe jetzt keinen Bock, das Rennen nochmal zu fahren. Also ich habe schon Bock, aber das schaffen wir jetzt eh nicht in dem Part. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gucken einfach mal in die Gruppe 4 und ich suche mir mal ein Auto aus. Ich habe nämlich mal tierisch Bock, jetzt hier reinzugucken. Wir müssten wahrscheinlich auch welche verkaufen. Ach nee, wir haben hier noch ein bisschen Platz in der Garage. Ja, der Lambo ist einfach, ne, der ist halt besser. So, gucken wir mal, was wir hier in der Stufe 4 für Wagen haben. Bugatti. Alter Falter, guckt euch mal die Höchstgeschwindigkeit an, ne? Stimmt, mit dem Ding sind wir einst mal gefahren. Jetzt erinnere ich mich, mit dem Ding. Und das hatte ich nicht geschafft. Das Königsei. Mhm. Lamborghini. Der sieht natürlich schon richtig geil aus. Lexus, was haben wir denn noch? McLaren. Mercedes-Benz McLaren. Was haben wir noch? Pangasius-Filet. Porsche Carrera. Ja, so viele sind es gar nicht. Also der hier ist aber weit ab der Beste, ne? Ja. Er kostet aber auch ordentlich. Über 1 Million. Was ist denn hier? Kostet noch einer so viel? Der kostet 1 Million. Der ist der teuerste. Der Bugatti. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen den hier. Der hat einfach die besten Werte. Den nehme ich. Mit Echtgeld möchte ich den bezahlen. Mit Echtgeld. Gibt es überhaupt so eine PSN-Karten, so 1 Million mal überweisen? Da kannst du wahrscheinlich den kompletten PSN-Store leer kaufen für. So, kann man das Ding überhaupt noch upgraden? Ich vermute mal nicht für die, ja, das hätte mich auch sehr gewundert. Aber wir wollen natürlich den Lack noch in... Wollen wir mal Candy nehmen? Candy. Dieses Auto braucht Candy. Wo ist denn das bitte Candy? Oder wir machen mal das hier. Das sieht auch geil aus. Schwarz-Rot. Wie kann ich das ändern? Ach, hier. Schwarz und, wie geht das jetzt hier? Wie kann ich da den Kreis... Ach, hier. Gelb.
Ist gelb cool? Ist gelb cool? Es ist doch immer noch rot, oder nicht? Na gut, wir machen es mal so. Man möchte, jetzt ist es grün. Oder, ja, es ist leicht grün. Kann man da nicht irgendwas noch machen? So ein paar Felgen oder sowas drauf zwirbeln? Vor allem, ich mag die Farbe der Felgen nicht. Ja, ich weiß, ich bin da eher ein bisschen wie eine Frau als wie ein Mann, der sagt, oh, mir gefällt die Form nicht. Nein, mir gefällt die Farbe nicht. Und es gehen auch andere Felgen. Was hat man denn da alles Schönes? Was sind das für? Ja, mach mal drauf. Oh, die sehen aber irgendwie so ein bisschen sehr standardmäßig aus. Hier gibt es nur eine. Machen wir mal das. Oh, das sieht doch schon geil aus. Den nehmen wir jetzt. Den nehmen wir. Fertig. So soll es sein. So soll es sein. Geil wäre es wär natürlich richtig, wenn man mit der Kiste jetzt mal hier in der Stufe 3 antreten würde. Geht leider nicht. Geht doch leider nicht. Wie viel ist das hier eigentlich? Manufacturer. Wettbewerb. Ach so, das ist ja wieder vorgegeben, ne? Auf was dieser Ebene vertrauen die besten Hersteller ihre Waren für einen Tag den besten Fahrern der Welt an? Du musst einer der Besten sein, um dich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Also zeig, dass du mit diesen Maschinen umgehen kannst. Alles klar, kennen wir ja schon. Zumindest die Rubrik Car Battles, da kommen sie wieder. Works, was ist das? Werkswettbewerb. Um bei diesem Wettkampf anzutreten, brauchst du einen Werkswagen. Nur die schnellsten Wagen können hier teilnehmen, weswegen die Bedingungen so streng sind. Du musst perfekt fahren, um diesen Wettkampf für dich zu entscheiden. Joseph Taylor, ein ausgezeichneter Allround-Fahrer, Joseph, erinnert gern daran, dass er aus den Street-Szene kommt, weil er oft die Regeln bricht. Er, was? Touchiert seine Gegner und dreht sie herum, anstatt sie sauber zu überholen. Wenn es geht, solltest du schnellstmöglich an ihm vorbeifahren. Rennen auf, oh, das ist ganz normales Rennen, oder? 4 Runden, Wagen mit Werksumbau erforderlich. Na, das haben wir ja. Wir haben ja Werks mit unserer neuen Karre. Die kann man ja auch nicht upgraden. Was ist das? Supercar Battle. Nur Stufe 4 Supercars dürfen hier teilnehmen. Die Supercars werden vom Showroom direkt auf die Strecke gefahren und kämpfen um eine Top-Platzierung auf dem Podium. Diese gebündelte Kraft zu beherrschen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Oli Remus, ein Techniker und Taktiker, angeborenes Talent und schnelle Reaktionen machen ihn zu einem fast perfekten Fahrer. Das richtige Maß an Aggressionen und Risiko machen Oli zum ultimativen Fahrer. Das ist... Das sind normale Rennen. Halt nur mit Supercars. Ich möchte jetzt einfach mal durchgucken. Wir gucken einfach mal durch, was es hier noch so geht. Obwohl wir hier einen Herstellerwettkampf fahren, musst du deinen eigenen Wagen mitbringen. Jedes Rennen ist auf einen einzigen Hersteller ausgelegt. Tritt mit einem Wagen dieses Herstellers an, auch wenn er dich extra Arbeit kostet hat. Was? Ja, extra, ihr wisst schon. Alter, da muss man sich jetzt immer wieder so eine Karre kaufen. Na gut, wir haben 5 Millionen. 5 Millionen, ne? Ist jetzt auch nicht so ohne. Wenn eine Kiste mal 1 Million kostet. Alter Falter. Da muss man erinnern. Da wollen sie wirklich nochmal, dass man das komplette Geld ausgibt. Works vs. Supercars. Die Werkswagen vs. Supercar-Meisterschaft ist der ultimative Test. Zwischen verschiedenen Fahrzeugen. Nimm mit einem Werkswagen teil oder mit einem Supercar und zeig den Tunern. Wo bin ich jetzt? Oh, die Sonne blendet direkt auf den Monitor her. Dass es für sie noch einiges zu tun gibt. Okay. Okay, ja, sie sind nochmal die schnellsten der schnellsten Wagen. Und es gibt noch ein Filmchen. Bam. Championship.